Wenigstens ist man mal Team Rocket. Gibt es eigentlich einen anständigen Team Rocket-Hack? Den würde ich ja gerne mal spielen. Angeblich ja, aber halt nur für die gelbe Version, glaube ich. Also für die schwarz-weißen. Nee, doch. Stimmt, für Pokémon Rot, ja. Wie wird schlecht, wenn ich dir zugucke? Rot und Blau. Auf dich im Kreis zu bewegen. Warte mal, der blockiert aber den Computer. Fuck, ich kann meinen Tauboga nicht mehr tauschen. Okay. Du darfst. Acht Stück, das sollte doch reichen, oder? Ich kann auch noch mehr holen, also. Nein, nur auf null. Bitte was? Vorhin sagtest du doch 8 und zwischendurch auch mal 3. Wieso jetzt auf einmal 9? Ich will eigentlich durch. Das tut mir leid, weil du fährst. Auf die Klappe. Arschloch. Bewehr. Geh so durch. Ganz ehrlich, als so einer vor mir steht, der würde ich nicht mehr durchgehen wollen. Würde ich so in Club der Retarded People. Club of Retarded People. CRP. Nein, nein, das ist nicht der Club of Retarded People, sondern es ist der Club der Leute ohne Unterkiefer. Oh, ein Schalter, ein Felsen. Und ein Random Kampf. Oh, schön, jetzt hast du auch noch deinen anderen Sprite. Und dann kommst du, schaltest irgendwann so, spät in der Nacht schaltest du so Telefärbung ein und dann kommt dann, wie heißt es nochmal, dieses Teleshopping ein. Und dann kommt dann so einer und sagt, hallo Fopsi, für dich habe ich heute ganz besonderes Mist gemacht. Leute, auch Frank Fasser weiß, wer ich bin. Kommt doch einfach mal, oder Fopsi? Für Renate, Uwe oder Fopsi? Das ist immer noch sehr gruselig. Ja. Du hättest das ganz dezent spielen müssen, so nach dem Motto, ja, ich kenne den Hackersteller. Richtig. Aber nein, ich kann hier nicht mal rennen, das ist ja scheiße. Oh, du kommst bei mir gerade ganz leise an. Ich kann nicht mal rennen, das ist ja scheiße. Natürlich. Es liegt, nee, du kommst so gut an. Ach, warte mal, das macht gar keinen Sinn, was ich hier mache. Weil ich ja eh nicht. Aber nee, doch, ich kann hier unten mal lang. Hier unten mal. Ah. Da ist auch noch ein Knopf. Ist egal. Nimm jetzt den oben. Hier ist auch noch einer. Ihr überall welche. Ist alles okay? Nein. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist wie eine Drohung. Immer wieder. Hey, du hast dein Schutzgeld nicht bezahlt. The fuck? Kleinstein. Klopf, Kleinstein, brech ihm die Beine. Spiel du mal weiter, ja. Ist klar, ich hack mal eben deinen Computer. Lü. So. Ich bin so gut in Computer und so. Zubat. Ich bin auch voll gut im Internet. Oh Gott. Brech ihm die Beine. Brech ihm die Beine! Georg, mach du ihn fertig. Halt ihn fest. Georg, halt dich an seinen Beinen fest und jetzt spring ins Wasser. Ja, richtig. Aber dann sterbe ich auch. Das hatten sie übrigens schon. Ist mir egal, wir haben keinen Beton. Ja, das hatten wir aber schon. Wenn wir versuchen, Beton zu gießen, der steht daraus. Das ist doch so diese schöne Szene mit dem Georg, oder Georg auf dem Wasser. Ja, stimmt. Das war herrlich. Im ersten Moment dachte ich auch nur so, bitte F, ein Geowatz. Why? Randomizer on the run. Mhm. Oh nein, mein Gott. Und du schiebst weiter fleißig. Ach Gott, da oben kannst du noch was auf den Schalter schieben. Mhm. Aber erstmal ein Zubat schieben. Nein. Ich schieb mir das Zubat. Ja, natürlich ein Golbat. Ja, natürlich, du hast es kaputt, du bist geflohen, dann hat es sich aus dem Fuß entwickelt und... Ich jetzt nicht mehr, keiner liebt mich. Geil, wenn jetzt ein X-Bad gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, das... Kannst du nicht das Kleinstein K.O. hauen und auf den Schalter stellen? Also hier ein Kleinstein und da ein Kleinstein und hier ein Kleinstein. Mann, ey, was ist denn? Jetzt dreht der Random Encounter völlig durch. Also, machst halt wieder Schutz an. Ja, hab ich auch überlegt. Ich hab ja noch Top-Schutz. Gruselig. Superschutz und Top-Schutz.
alles in einem Ei. Yay. In einem Azu-Ei, Meryl. Oh Gott. Das Ü-Ei, Meryl, ja. Ja, ja. Es war nur ein Tick gruselig. Mhm. Nein, das will ich nach rechts schieben, glaube ich. Das könnte richtig sein. Wobei ich mich gerade ernsthaft frage, ob du hier das Pech haben kannst, dass du Sachen falsch schiebst. Ich glaube schon, weil ein Schalter musste ich hier auslassen. Ich glaube schon, dass da irgendwas... Aber ich wüsste nicht, wie es anders gegangen wäre. Schauen wir mal. Weil hier links unten der... Hm. Wenn wir den noch haben... Das ist natürlich blöd. Wie wäre noch anders gegangen? Nee, den hättest du nicht rausschieben können. Den auch nicht. Ja, aber wo sollte ich sowieso durch? Du hättest nur oben anfangen können. Das hätte geklappt. Du hättest beim oberen Stein anfangen müssen. Frage ist, wieso, wo ich lang muss? Dann. Ja, ich würde. Du musst nochmal raus und wieder rein. Du musst die Scheine neu schieben. Du musst alle Schalter aktivieren. Aber ich sehe trotzdem keinen Ausgang. Ja, wahrscheinlich erscheint der dann erst. Nee. Lüg mich nicht an. Ich mach. Schrei mich nicht an. Lern lesen und schreiben. So. Genau. Stimm mich auf den Hof. Kann ich mir jetzt einfach ein Pokémon erinnern, was ich nicht mehr brauche? Das kannst du nicht tun. Ist hier, verboten. Hier, Tauburger. Bleib mal hier. Oder ist Georock hier? Oh, Sioblatt. Besieg dich eh nicht. Oder daneben. Das geht. Hä? Ach, Finale. Mhm. Oh, ja. Sollte mich besiegen. Wieso musst du tauschen? Darum. Egal. Ist hier irgendwo ein Heilding? Ah, da. Das ist auch ein Shop. Kauf dir doch mal ganz viele Schütze. Mach ich auch. Schütze. Schutze. Und was bist du für ein Sternzeichen? Schütze. Ah, die Mehrzahl von Schutz. No. Nein. Kaufen. Vernichten. Weiß nicht, irgendwas Effektiveres. Ja. Da, super Schutz. Top Schutz. Topschutz macht finanziell keinen Sinn. Superschutz ist am sinnvollsten. Mm. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Richtig. Dieses wunderschöne Preis-Leistungs-Verhältnis, von dem keiner etwas weiß. Nur ich. Mm. Weil ich bin gut. Und traurig. Das sowieso. Bist du ein trauriges Panda-Bärchen, ja? Ja, immer. Warum ein Panda-Bär? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Aber es ist ein Insider, den keiner verstehen würde. Sexueller Belästigungspanda. Na komm, den Topschutz können wir auch schon mal benutzen. So, da und da. Ich kann mich nur verschieben. Das siehst du auch, ne? Moment, pass auf. Du schiebst, du gehst hoch. Schiebst den Stein nach rechts. Und jetzt gehst du runter. Schiebst den Stein auf den Schalter, den du gerade ausgelassen hast. Ach, ich weiß, wie du... Ja, da komme ich... Jetzt kannst du nämlich gleich links hoch und dann den dann wieder zurückschieben. Stimmt, das ginge ja wahrscheinlich sogar. Verdammt nochmal, er hat recht neu. Mhm. Kann er nur. Ja, natürlich. Hör auf den Lukas, der weiß sowas. Nee. Ach, dass man für jeden Schieber nochmal einzeln drücken muss. Ätzend. Das ist überhaupt nicht unangenehm im Ohr oder so. Das freut mich doch. Wegverlängerungsspiralen. Naja gut, keine Spiralen, aber Wegverlängerungsverlängerungen. Wegverlängerungsverlängerungen, ja, das macht Sinn. Ja, gib es mir, es macht Sinn. Gib uns den Stoff, den wir heute brauchen. Was? Nein. Und jetzt wieder runter und jetzt plupp, plupp. Und Schutz folgt nicht mehr. Das hat der Stein aktiviert. Verdammt. Und da unten rechts wird dann auch gleich eine Treppe, Leiter, irgendwas erscheinen. Bestimmt. Mhm. Oder auch nicht. Benutze erstmal bitte den Schutz. Richtig. Das ist mir auch gerade in den Sinn. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt den Scheiß wieder durchqueren müssen. Und benutze deine 97 Sonderbonbons, die du hast. Oben rechts ist wahrscheinlich ein Schalter. Nee, auch nicht. Dann oder da ist ein Schalter aufgetaucht, vielleicht noch jetzt hier rechts. Ach, da. Mhm. Oh, okay. Ja. Wir könnten auch einfach das hier benutzen. Total unauffällige Tür. Mhm. Unauffällig, ja. Und ich kann immer noch nicht rennen. Oh, noch mehr Rätsel. Yay.
Das liegt am Team Rocket Outfit, dass du nicht. Wieso hast du das jetzt gemacht? Es hatte keinen Sinn. Scheiß auf die Items. Eh nur Sonderbonbons. Hättest du auch eh nur von der anderen Seite machen können. Einfach mal random ein bisschen was rumschieben. Ups, verdammt. Ja. Ich habe meine Flasche umgeschmissen. Es ist mir vollkommen egal, ob diese Steine rumschieben irgendwas bringt. Ich werde sie trotzdem einfach herumschieben. Gotta schieben all. Oh, ein Sonderbonbon. Wer hätte damit gerechnet? Gotta push them all. Sonderbonbon. Gut, du bist nicht darauf reingefallen. Auf meinen Trick über den Trick, dessen Trick ich getrickst habe. Mhm. Sehr trickreich für einen Trick. Nein! Schon wieder Schutz. Nein! Super Schutz. Das soll nicht geschehen. Überall, wozu auch immer. Es gibt zu wenig TMs in diesem Spiel. Mhm. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ihr werdet niemals das pinke Garados mit den grünen Sternchen bekommen. Obwohl, das ist doch, glaube ich, der... Ach, wenn wir es... Ja, der Drachentyp. Jetzt zusprechen können. Okay, ich mache Team Rocket, weil ich bin ja ein Member. Sag mal, wovon redet der komische Typ? Keine Ahnung, aber so ein Garados hätte ich auch gerne mal. Sieht bestimmt richtig männlich aus. tut nicht so scheinheilig. Nee, falsche Stimme. Ja. Tut nicht so scheinheilig. Ich weiß genau, was ihr in eurem Labor erschaffen habt. Ein pinkes Garados mit grünen Sternen. Und ich werde es für euch finden. Denn ich bin Siegfried. Und bin in ein Loch gesprungen. Hey Neuling, du solltest diesen Typen besser aufhalten. Er hat zwar keine Ahnung, was für ein Pokémon wir hier suchen, aber er könnte noch gefährlich werden. Nicht, dass er am Ende das Buchstaben-Pokémon vor uns findet. Oh mein Gott. I don't care. Der sagt dir dasselbe, auch interessant. Ich frag mich, woran die erkennen, dass du Neuling bist. Keine Ahnung. Steht so ganz dick drauf. N. Team Shocket Neuling. Hey. Und Sonderbonbon, Sonderbonbon? Nein. Oh. Top-Genesung. Voll enttäuscht. Uiuiui. Ui, ui. Rätsel. Ja, ist schon gut. Blub. Wait. Nee, ist schon richtig. Ja, doch. Ja, Und dann, ja. Ich lasse mich gerne verwirren. Das macht nichts. Ja. Das gehört zum Job. Richtig. Das gehört zu meinem Wesen. Pokémon-Wesen verwirrt. Genau. Alle Attribute sind verringert. Lange Treppe. Komm nochmal und nochmal runter! Nein. Yeah! Runter geht's. Schutzlos. So. Du. Uff, ich kann nicht mehr. Diese Treppen sind einfach zu viel für mich. Ja, verdammt. Das heißt, du gibst auf? Nein. Ich mache nur eine Pause. Trotzdem werde ich das Garados für euch finden. Weißt du, eigentlich bin ich gar nicht bei Team Shocket. Ich bin selber auf der Suche nach diesem Pokémon. Dazu benötige ich halt die Mitgliedschaft, um die Siegestraße betreten zu können. Ja, dann lass uns Team Shocket doch gemeinsam aufhalten. Das heißt, du alleine, während ich hier rum Pause mache. Klar, nichts wie los. Ja, oder doch nicht. Ich hatte jetzt erwartet, dass er sitzen bleibt. Oder zumindest nur zur Seite geht. Hm. Oh, Cutscene. Du. Das bist du. Ach so, was ist das? Unser Buchstaben-Pokémon. Aber irgendwie ist es jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Du. Also, ihr wollt gar kein pinkes Garados mit grünen Sternchen fangen? Was? Nein! Was sollten wir damit wollen? Dieses Pokémon ist viel mächtiger. Wir haben es erschaffen, aber wegen so einer blöden Trainerin ist es uns entkommen. Die jetzt wahrscheinlich nicht mehr lebt. Doch nun wird es wieder uns gehören. Für immer. Nicht, wenn ich euch daran hindere. Ja. Sieht aus, als wärst du aber in der Unterzahl. Die Verstärkung ist bereits angekommen. Was? Nein, ich gehöre nicht zu ihrem Team. Was? Ein Verräter? Das Vieh spricht. Es entwickelt sich. Zu Kabador. Oh mein Gott. Es glitscht das Spiel. Ein Pokémon. Ah. Mhm. I see what you did there. Zu löschen? Oh nein! Das Pokémon fängt an, seine Umgebung zu löschen. Bald ist alles nur noch Datenmüll. Was haben wir nur getan?
ich glaube ich. Ja. Was um alles in der Welt könnte so ein Pokémon aufhalten? Ist mir aufgefallen, der hält halt immer oben. Ja. Ich weiß nicht. Dieses Pokémon ist zu mächtig, um von uns aufgehalten zu werden. Das müsste schon ein Gott sein, um gegen das Buchstaben... Oh Gott. Wirklich. Kommt ein Körper da wahrscheinlich. Um das Buchstaben-Pokémon anzukommen. Ein Gott? Ich habe da vielleicht eine Idee. Hey, komm mal her! Wer kann, wenn er jetzt plötzlich so kommt? Ja, wirklich. Da ist eine Treppe nach unten, das hast du gesehen, oder? Ja, ja. Schutz wirkt nicht mehr. Schön, dass es zweimal da steht. Cooler Effekt, aber muss ich zugeben, mit diesem Glitschen. Finde ich ganz schlecht, gar nicht schlecht gemacht. Doch. Ja, wenn du schon fließt, dann im Schutz. Nein. Ich bin noch zu. Aus Prinzip werde ich jetzt immer nur fliehen. Ich bin unterlevelt. Nein, ich möchte dieses. Günther levelt, bist du? Hallo, ich bin Günther levelt. Es könnte eine Let's Player-Rubrik sein. Günther levelt. Hallo, ich bin der Günther und für euch level ich heute. So hättest du ja dein Training aufnehmen können. Deine Zucht. Ah, nee. Günther levelt. Wir haben dieses Buchstaben-Pokémon noch nicht. Immer noch nicht gefunden. Moment, du trägst ja gar keine Uniform. Bleib sofort stehen! Wirklich. Ach, komm schon. Sechs. Rotom. Und ich hier rum. Achso, übrigens, das wusstest du nicht, ne? Das ist Rotom. Rotom ist Geist Elektro. Rotom kann aber in verschiedene Küchengeräte einfahren und bekommt dann andere Typen. Das heißt, im Moment ist es Geist Elektro. Und die anderen Typen sind dann dem Haushaltsgegenstand entsprechend. Macht fast Sinn. Also Elektro und dann dem Typ des Haushaltsgegenstands. Deswegen kann man tatsächlich auch ein komplettes Rotom-Team machen. Ich glaube, als nächstes kam der Kühlschrank, also Eis. Das heißt, du hast dir genau das falsche Pokémon gewählt. Du bist einfach so Klau. So klug und schlau. Du bist Klau. Wow. Wir haben Blau und Klau gelöst. Okay. Komisch, dass Area Borealis da so viel Schaden gemacht hat. Aurora Borealis. Und das ist übrigens Pflanze. Das ist mir egal. I don't care. Sehe ich so aus, als ob mich das ein bisschen interessiert? Echt mal. Blö. Nein. Erstaunlich. Ja, der musste sein. Hat er steht Rotor in den Kampf. Nein. Das ist Feuer. Du wärst wahrscheinlich nicht selber drauf gekommen. Trotzdem mal Rohrschwein. So, wir hatten jetzt Feuer, Eis, Blasch, Blau. Ja, komm. Jetzt fehlt noch Luft und Wasser. Wasser. Das ist Wasser. Hast du nicht gesagt, das ist auch Psycho? Nee. Es ist Geist. Egal, bis es trotzdem effektiv. Ja, klar. Unlicht ist ja auch effektiv gegen Geist und Psycho. Als ob ich das jemals wüsste. Ich weiß, letztens meintest du ja noch, Dark hat auf Geist keine, also Unlicht hat auf Geist keine Wirkung, wo ich mir so dachte, what the fuck, warum? Weil ich mir diese Dreieckskombination nie merken kann. Das ist ja nicht mal eine Dreieckskombination, das ist, nee, das ist Wind, Luft, Flug. Ist mir egal, es ist trotzdem gleich down. Ganz einfach, es ist trotzdem down, ne? Rotom in Fluggestalt ist das einzige Pokémon, das sowohl Flug als auch Schwebe besitzt. Das macht voll Sinn. Verrat! Das wirst du bitter bereuen. Wir finden nicht mal immer unseren Verstand. Halt, ich meinte Vorstand. Nee, schon richtig. Verstand ich habe mich nur versprochen. Oh, jo. Aber weiter geht's auch nicht. Sonderbonbon. Cthulhu findet Carpador. Ich frage mich, wo ich jetzt hin muss, den Typen suchen. Ich weiß nicht, ob du den Typen suchen musst oder nur einen Carpador. Warte, ich will in das Loch da springen. Nee, okay. Da komme ich ja wieder zurück. Bam, bam, bam. Das war voll klug und so. Das war klug. Du bist so schlau. Ich kann gar nicht anders, als einfach nur... Wow zu sagen. Angewidert zu sein. Oh mein Gott. Unfassbar. Nein, so jetzt musste ich auf die Leertaste drücken. Du bist einfach so gut. Nee, jetzt muss ich aber auf die. Jetzt, das kreide ich mir nicht an. Wegen dem Schutz meinst du, oder? Richtig.
Spiel schlecht programmiert, ich kann es nicht glauben. Programmierfehler, Unverschämtheit. Ich will sofort mein Geld wieder haben. Oh ja, fein. Kostenlosen Download-Titel. Natürlich. Ist mir nur egal, ob ich dafür Geld bezahlt habe. Es sollte mir besser jemand Geld geben. Damit ich es überhaupt spiele, ne? Genau, du machst ja schließlich Werbung. Nein, du schiebst den linken Stein, danke. Überleg dir schon wieder. Verbaue ich mir die Situation jetzt wieder oder nicht? Würde ich nie tun. Ganz sicher. Hoch da! Tavis! Was passiert, wenn du direkt mit Missingo sprichst? Hast du das mal versucht? Missingo. Vielleicht könnte ich die Löschung der Held mit Hilfe von Arceus aufhalten. Ach, du musst zu Arceus. Zumindest ein. Ist zumindest ein Anhaltspunkt, aber wahrscheinlich wird es trotzdem aufs Carpador hinauslaufen. Na ja, vermutlich. Nehme ich mal an. Vielleicht kommt Arceus und sagt, ich habe mein Pokémon verloren, ich habe... Was erwartest du? Richtig.